Morgen, willkommen bei Buschkraft Berlin-Brandenburg. So, heute sind wir mal in Borgsdorf unterwegs. Bin gerade am Eingang zum Wald. Ja, und werden wir mal sehen, was es hier oben zu entdecken und zu sehen gibt. Also ich habe heute vor, hier ein bisschen rumzuschabenzeln, wie man so schön sagt. Mal zu schauen, wo man eventuell mal einen Overnighter machen kann. Ja, ein bisschen basteln hatte ich vor unterwegs mal wieder, so wie immer. Übrigens basteln, da ich ja hier oben in der Gegend schon mal war, mit Frau und Kindern und Hund und Katze, habe ich natürlich auch hier oben schon meinen Wanderstock vorbereitet. Ihr wisst ja, ich habe an jedem Bahnhof, der irgendwo im Grün endet, mir einen kleinen Wanderstock geschnitzt, den ich jetzt mal aus meinem Versteck geholt habe und den möchte ich euch mal vorstellen. Also, das ist mein Borgsdorfer Waldknorz. Ja. Aus Kirschholz. Ich weiß nicht, welche Kirsche das ist, aber das ist die, die hier immer so am normal am Wegesrand steht. Ich glaube, sowas hier. Ich weiß nicht, könnt ihr das erkennen? Ja, jedenfalls aus so einem Holz habe ich den mal vor einer ganzen Weile geschnitzt. Natürlich auch wieder mit Signatur. Am 10.05. habe ich den gemacht. Ja, also ich möchte euch nicht lange aufhalten mit Wandervideos oder Labervideos, wie die anderen das so machen. Ich werde hier rumgehen, wenn ich was Interessantes zum Basteln entdeckt habe. Dann zeige ich euch das. Ja, und das war eigentlich schon so. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und schaut euch an, was ich gefunden habe. Also. Hier ist doch schon mal einer. Nette Tarnnetz. Schon mal nicht schlecht. Also hier. Tischlein mit Kräutern. Ja. Meine Güte, der macht sich die Mühe und hat hier, ne? So, ja, mit Uhr. Aber gut eingerichtet hier. Ein paar Gewürze. Kerzenhalterchen. Dachkonstruktion. Ja. Fackel, Wasserflasche. Na gut, das muss nun nicht sein. Also das fängt schon ein bisschen scheiße. Oder hier, das Räumen musst du mal wegräumen, das ist blöd. Ansonsten, was hat er denn hier? Umgebaute Rauchbomben. Hier noch mehr von die Dinge. Ah ja. Oh, hier ist ein Zettelchen. Ich hoffe, ihr könntet auch lesen. Ich gehe noch mal langsam drüber. Aber nicht schlecht. Also an die Leute, die das geschrieben haben, wie gesagt, das Lager, die Stelle ist ja nicht schlecht. Aber sowas hier Essensreste hier liegen lassen, das geht ja nicht. Also das müsst ihr euch echt abgewöhnen, das ist totaler Mist. Ansonsten, schönes Lager. Puh, zeigt eine Spinne in der Gesicht. Spinne, Spinne, pfui, pfui. Kennt ihr das auch, wenn man so rumläuft und dann plötzlich die Spinnenweben müssen ja genau in Gesichtshöhe hängen. Das ist sowas von eklig, also ich hasse sowas.
Scheiß Natur. Gut, okay. Das war erstmal das Lager. Ich melde mich dann später wieder, wenn ich was Neues gefunden habe. Bis dann. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Kick mal. Das ist ein Granatending oder sowas. Da hat er einen Kerzenhalter draus gebaut. Ich weiß ja nicht, wie gefährlich sowas ist, aber... Naja. Ich weiß nicht, ob ich sowas einsammeln würde. Und hier noch ein paar beeindruckende Naturaufnahmen. Jetzt die Kamera sehen, jetzt kommt sie auf mich zu. Die will unbedingt ein YouTube-Star werden. Hey. Ach, schon stell scharf. Die kommt verschiedene Kameraden. Mal sehen. Test. So lang. Mal sehen, ob es jetzt hier hinkommt. Na dann, viel Spaß auf deinem Weg, mein Freund. Tschüssi. So, ich habe ja gesagt, ich zeige euch, wie ich ein bisschen was spiele. Also, ich habe mir jetzt mal hier aus diesen alten, ausgedehnten Rauchbomben einen kleinen Zielbalken aufgebaut. Jetzt werde ich hier rüber tabbeln. Das sind... Ma. 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 Ich sag mal... 5 Meter. 6 Meter höchstens. Ich werde mal sehen, ob ich die mit der Zwille runter überladen kriege. So, ich habe mal umgebaut, ein bisschen die Kamera, damit ihr ein bisschen zuschauen könnt. Mal sehen, viel Munition habe ich leider nicht mehr. Ich muss meinen Beutel mal wieder auffüllen. Ich hoffe, ihr seht was. Oh, das Ding daneben. Scheiße. Fast. Knapp daneben ist auch vorbei. 2. Schlechten Durchschnitt. Mal sehen. Nächsten. Ah, wieder ganz knapp. Ups. Seht ihr noch das Ziel? Ich hoffe. Ja, es ist leider alles ein bisschen wackelig. Ich habe noch keine super Hightech-Ausrüstung. Ich brauche sowas eigentlich auch. Mir reicht mein Handy zum Filmen. Ich will ja nicht. Ja, ihr wisst schon. So, nächster Schuss. Ah, aber immerhin schon mal den Ast getroffen. Das ist schon mal viel wert. Na gut. Noch 3 Schuss und dann ist die Munition alle. Ah, wisst ihr? Eine. Naja, immerhin. Ein von, wie viel waren das jetzt? 5? Ich glaube, 5. Ja, mal sehen. Ja, noch 2 Schuss. Knapp daneben. Aha. Na. Na. Also, ach, deswegen. So. So, letzte. Letzte Schuss und dann ist alle. Da muss ich Beutel nachfüllen. Ihr wisst schon, den Lederbeutel, den ich euch gezeigt habe. Ah! Daneben. Na gut, jetzt muss ich erstmal Munition suchen. Bis später. So, da ist er wieder. Also, auf der Suche nach neuer Munition. Also, ich bin jetzt weitergezogen aus dem Lager. Da kamen Leute. Da wollte ich denn nicht bleiben. Ich habe die von Weitem schon gehört. Ja, wie dem auch sei. Ich habe jetzt hier diese Stelle gefunden. Hier vorne liegt so ein bisschen Kieselkram rum. Da werde ich mal gucken, ob ich noch was finde an Munition. Ansonsten habe ich schon mal...
Ich gehe mal von der anderen Seite gegen Sonne. Hallo, hallo. Ich weiß nicht, was ihr erkennen könnt. Den Ast hier sehen. Ja, und was ich daraus mache, das seht ihr später. Bis gleich. Na, jetzt schaut euch das an. Ich glaube es echt nicht, wa? Ich meine, muss sowas echt sein? Hier in so einer Heidelandschaft, wo der kleinste Funke reicht, um eine Katastrophe auszulösen, da findest du denn sowas. Ich glaube echt, hier hakt es bei manchen. Leute, seid doch nicht so unvernünftig. Es muss nicht Feuer sein. Ich habe auch meine Stullen bei und mein Pferdchen Kaffee. Ey, ich verstehe sowas echt nicht. Wir haben Waldbrandstufe 5 in Brandenburg. Und dann, wie gesagt, sowas. Also echt. Nee, da endet bei mir jedes Verständnis, wirklich. So, da bin ich wieder. Ja, ich musste mich gerade mal ein bisschen aufregen über so viel Dummheit, da ein Feuer anzumachen. Okay, ihr erinnert euch an den Stock. Ich mache hier gerade wieder ein kleines Päuschen. Ihr seht, mein Howie ist ein allerdings. Hier wurde auch schon ein wenig gearbeitet. Was habe ich mit dem Stock gemacht? Einen sogenannten Kylie Throw Stick oder wie auch immer man dieses Teil nennt. Den Holz, den Ast, also entrindet natürlich, dann leicht mit Howie in eine Keilform gebracht. Wird jetzt noch ein wenig angeschliffen und hier ausgearbeitet. Hier muss noch ein bisschen gearbeitet werden und auf diesen Seiten. Und dann hat das Ding eigentlich ein ganz nettes Gewicht, umgeworfen zu werden. Aber ist noch nicht ganz fertig und meine Pause, die ich hier machen wollte, ist vorbei. Ihr hört, hinten ist eine Straße. Na gut, ihr könnt mal sehen, wie ich jetzt weitergehe. Jedenfalls ihn mache ich noch fertig heute. Na gut, das war dann bis später, würde ich sagen. So, bin jetzt wieder angekommen an dem Punkt, wo ich heute Morgen schon mal war, dieses Lager, was ich entdeckt habe. Ich mache jetzt hier mein Mittagspäuschen. Aber ich wollte euch noch zeigen, was ich heute Schönes gefunden habe. Tada! Scheint aber schon etwas älter zu sein. Der ist schon ziemlich ausgeblichen. So, das war Schatz 1, den ich gefunden habe. Dann habe ich noch unterwegs, hier bei Borgsdorf gibt es ja auch so ein kleines Militärgelände. Oder größeres, was auch zu Lenitz oben gehört. Folglich hat man natürlich hier dann auch so ein paar Übungspatronen rumliegen auf dem Boden, im Weg. Die werde ich jetzt hier lassen als kleines Präsent für den Lagerbetreiber. Hier, geh weg, Wespe. Werde hier jetzt noch ein bisschen Kaffee. Achso, ja genau, mein Kylie Stick. Also, ihr seht, habe ich den jetzt hier schön dünn ausgearbeitet. Ja, beide Seiten. Hier einen guten Drehpunkt. Problem ist halt, jetzt ist er so leicht. Habt ihr das gesehen? Kann ich vergessen. Also ist er Schrott sozusagen. Ich werde mir nochmal was Neues davon bauen. Aus richtigem Eichenholz oder so ähnlichen Kram. Mal gucken. Ja. Leider, nicht geworden. Der dreht sich nicht, also rotiert nicht richtig beim Flug. Ist viel zu leicht. Also lassen wir den hier als Geschenk, als Rührholz hier für den Ofen. Ha? Na gut. Und Schnitt. So, ich bin's nochmal. Also da das ja mit dem Kylie Stick nicht funktioniert hat,
habe ich mir gedacht, irgendwas musst du als Andenken da lassen. Also habe ich mir mal so auf der Schnelle hier aus, weiß gar nicht, was das für Holz ist, einfach so Holz, was hier rumlag, ein Bow-Drill-Set gebaut. Und wie ihr seht, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, es funktioniert. Na, komm schon, stell wieder scharf. Seht ihr? Da steigt Rauch auf. Allerdings muss ich dazu sagen, um das in Gang zu bringen, habe ich jetzt mindestens eine, naja, so 25 bis 30 Versuche gebraucht. Und zeitlich so mindestens eine halbe, dreiviertel Stunde. Also ich weiß nicht, wie diese ganzen großen YouTuber das machen, dass sie das in 2 Sekunden am Brennen haben, aber Respekt. Wie man schon sagt, beim Bowdrill wird hier zweimal warm, ne? Einmal beim Drillen und einmal beim Feuer hinterher, was du da raus hast. Na gut, damit wäre meine Tour für heute auch schon wieder beendet. Ich lasse euch mal noch so ein bisschen, so, Kamera ist wieder scharf. Ich lasse euch mal noch so ein bisschen in die Runde schauen. Ja, und das war's dann heute auch schon. Jetzt werde ich mich wieder auf den Weg zum Bahnhof machen. Ich habe heute noch ein bisschen was vor zu Hause. Ja, naja, wie gesagt, ich wünsche euch dann allen noch eine schöne Woche. Und bleibt mir gewogen, wenn es euch gefallen hat, schaut wieder rein und lasst mir ein Like da. Bis dann, macht's gut. Ciao.